Hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch wieder bei Papageienbäckerei.tv begrüßen zu dürfen. Heute geht es mal überhaupt gar nicht um Backen oder irgendwie sowas, sondern heute ist ein eher trüber Tag und ich trinke jetzt einfach eine Tasse Cappuccino. Tadada! Und nehme euch mit und stimme mit euch einfach mal ein bisschen die aktuelle Papageienzeit durch. Was haltet ihr davon? Ist los? Dann los! Das ist die aktuelle Ausgabe Papageienzeit, Oktober, November 2014. Ein wunderschöner Katharina-Sittich vorne drauf. Ihr seht, das ist ein Hochglanzmagazin, also wirklich sehr, sehr hochwertig. Und ja, also ich finde es jedes Mal interessant zu lesen. Dann fangen wir doch mal an. Ein bisschen Werbung, das Editorial. Dann ist das Inhaltsverzeichnis dabei, Leserbriefe. Dann stellt sich der Papageienstammtisch Bayreuth vor. Dann gibt es einen Verbrauchertipp, Fruit Cups. Da wird beleuchtet, wie gesund sind die Fruit Cups. Werbung. Dann ist die Kinderseite. Hier wird diesmal der Nymphensittich vorgestellt, eine ganz tolle Sache. Und natürlich unsere Seite, unser Backen mit Marita. Ne? Ja, dann geht es um die, für viele war es nur ein Vogel, für zwei Menschen war er das Liebste, das sie hatten, also eine Lesergeschichte. Die 18. Tagung des Fonds für bedrohte Papageien in Berlin, ein schöner Bericht drüber drin. Dann geht es Teil 2, Entflogen, mein Herz steht still, von Susanne Rückemann vom Papageienhof Dreiländereck. Und das ist natürlich das Tollste, das muss man auch echt mal sagen. Ich schaue mal gerade, ob man das auch richtig sieht. Die zwei sind auch wirklich ein Traum, oder? Da gibt es dann ein Porträt, ein Lifestyle-Porträt über die Künstlerin Ina Erwin. Also die Bilder sind einfach der Knaller. Schaut euch das doch mal an. Dann geht's los mit ein etwas ernsteres Thema, aber muss ja auch behandelt werden. Die neuropathische Drüsen-Magen-Dilatation der Papageien. Das ist das aviäre Borna-Virus. Was gibt's Neues? Kann man dann geht's um wieder eine Lesergeschichte, Maya. Auf jeden Fall auch wieder lesenswert, sollte man sich angucken, sollte man lesen. Und die Titelgeschichte der Katharina Sittich, Mini-Papageien ganz groß, von Sigrid Merz. Ihr seht, es ist halt nicht nur eine kurze Geschichte und kurze Vorstellung, sondern es wird schon ein bisschen intensiver behandelt. Ja, dann kommt die Kolumne, alles nur Kopfsache von Ferdinand Schlüter, immer lesenswert. Und noch ein paar Anzeigen und Veranstaltungstipps und unsere Werbung zur Neueröffnung. Ist doch super, oder? Ja Leute, das war es auch schon. Ich kann euch jetzt natürlich nicht alles vorlesen, es ist ja nur ein Einblick da drin, was ihr jetzt in der aktuellen Ausgabe erwarten könnt. Ich hoffe, es war trotz allem irgendwie spannend und es hat Interesse geweckt. Die Links zur Papageienzeit und zu uns in den Shop verlinke ich euch in der Infobox. Ansonsten hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!